Sandu Ashley, wir sind hier heute in Badenbrock zum Schachenhornhaus antreten. Wir sind hier auf dem Waffenplatz in Brock, das Domizil der Sappeure. Wie ist es gegangen? Ja, wir das Gefühl gehabt, wir können heute gut. Und er ist rein gekommen und haben ihn runtergelassen. Es ist ein bisschen blöd gegangen, dann könnte schon rein. Also, ich habe ihn nicht von Anfang an gesehen, und dann war er zu Boden, wie ihn zwei umgelaufen haben. Ja. Du hast es gesehen, sicher nicht eine gute Reisleistung, auch im Bock nicht eine Top-Leistung. Es hat auch mehr oder weniger jeder einen Faulstrich drin. Wie bereitet man sich jetzt noch in der letzten Woche auf die Meisterschaft vor? Ja, jetzt ist die Sommerzeit, jetzt können wir Vollgas trainieren, eine Stunde länger. Jetzt geht das schon, jeder Nase nehmen. Was gibt es zu sagen vom Resultat her von unserem Gegner? Sie haben nur Nummer 892 Punkte und wir haben ein Nummer 1041. Selber bist du heute zweimal angezählt, hast dich zweimal souverän gerettet. Wie kannst du dich auf den letzten Strich fokussieren, wo du weißt, dass es gehen muss? Ja, ich weiß haargenau, dass ich es eigentlich könnte. Das sage ich mir einfach noch ein paar Mal. Das muss gehen und dann geht es auch um. Ja. Merci vielmals für den persönlichen Input noch und guten Meisterschaftsstart. Merci.